So, herzlich willkommen zurück zu The Bunker. Und zwar im letzten Part haben wir ja so einen Stromgenerator gefunden. Den haben wir zuerst ausgeschaltet, dann haben wir oben ein bisschen in der Kiste übrig, dann haben wir da so ein, also praktisch einen Stecker gefunden. Dann haben wir praktisch einen alten kaputten Stecker ausgewechselt. Haben dann den neuen Stecker eingefügt und dann den Strom wieder angemacht. Also erst den Strom aus, den neuen Stecker rein, den alten raus und den Strom wieder angemacht. Was wir dadurch jetzt ausgelöst haben, habe ich keine Ahnung. Weiß ich im besten Willen nicht, was das da passiert ist. Und zwar gehen wir einfach mal komplett zurück. Und gehen wahrscheinlich mal hier, na, eine Etage tiefer. Du sollst eine Etage tiefer und nicht in der Tür reingehen. So, ich will hier. Oh, Alter, ich will hier runter. Ja. Wir wollen da runter, genau. Genau da will ich hin. Mann, ey, der dreht langsam durch, warum geht er nicht da runter? Du sollst da runter gehen. Ist so dunkel oder was? Oh Mann, ey. Wo wir den Strom eigentlich angemacht haben, ja, das wundert mich ein bisschen. Dann gehen wir mal wieder hoch. Aber oben ist ja weiter nichts. Oder? So, was passiert jetzt? Er ladet nach. Okay. Der tote Körper ist weg. Okay. Jetzt sitzt er da wieder an seinen krassen Computer. Aber hier, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. So. Ist hier irgendwas Sinnvolles drinne? Level 4, okay. Also wahrscheinlich wieder raus. Level 4. Level 2. Runter geht er nicht, ey. Habe ich schon alle probiert? Du kannst da. Oh, jetzt scheint es zu funktionieren. Na? Na?
geht nicht runter. Oder doch, 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 er geht runter. Oh, Spannung pur, ey. Immer weiter in den Bunker rein. Level 3. Ja, immer schön Rinder. Sehr schön. Level 3, geil. Gut, ich denke mal, das werden wir ja hier noch hinkriegen, denke ich mal. Warum? So, wo fangen wir am besten an? Da haben wir schon mal eine Figur. Solcher, Soldat. Wir fangen einfach mal hier an. Eins nach dem anderen. Ah, da haben wir wieder die Holzfiguren. Frag mich, was die für eine Bedeutung kam. Nicht gut. Water's clean, the air is clean, it's not the food, and yet the symptoms. I can't shake the feeling that someone is up to something. Damn it, George, we don't have time for your fantasies. You need to figure this out with facts. We don't know where this thing comes from, or how it will spread. We have no cause, we have no cure. We just don't have the resources to deal with it. There is no help! It's just us. So get yourself together and fix this. Do you understand me? What's that? System. Alter, war das knapp, ey. I'm sorry, Mr. Bishop. I'm just... Wenn er eine Beschruffgelatschsperre hätte dann erwischt. This place, it's full of ghosts. Boah, ist ja krass, ey. Das war haarscharf, ey. So, wir gucken uns mal die Tafel hier an. Westminster Warting Report. Hounslow Twickenham. 10.945 Confirmed Dead, also wahrscheinlich tot. Comes Dead, London. 4.896 Tote. Fast 7.000 Tote. Boah, 10, 17, oh Mann, ey. Alter, was ist das hier für ein Ort, ey? Na, gucken wir uns mal das hier noch schnell an. What we don't know for certain is the contamination levels. We can calculate the likely fallout and its effects, but we don't have any good model for anthrax spore spread, or even how it's affected by radiation. We do know from reports at AE3 in Oxford that anthrax was used in Wave 3. We've just got no idea of the extent of it. It's not as if we can go up and test anything. We can't even count the bodies. Oh man, sehr ausschlussreich hier.
Okay, wir haben hier eine Tür und wir haben da eine Tür. Okay. Emergency only. It's locked, ist geschlossen. Fuck. Okay, wie sieht's mit der Tür aus? Die ist bestimmt offen. Eine Tür muss ja offen sein. Oh, ist ja scheiße dunkel hier, Alter. Ich mach mal Licht an hier. Boah, ey, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir gucken uns mal hier die Tasche an. Boah, was ist denn das für ein Teil? Gut, er hat's genommen, okay. NBC Sweet 70. Das ist irgendein Schutzanzug, war ja. Nuklear-Radiation, ihr wisst, dass das nuklear ist. Das erkenne ich. Hier steht irgendwas mit Chemie. Heikes Available. Also wahrscheinlich sehr hoch. Protection provided. Checkliste von Komponenten. Ein Geiger. Ach, ein Geigenzähler haben wir aufgenommen. Eine Gasmaske und ein Anzug. Ja. Von 1984. Ja, kann ja nur das sein. Ich meine, da hängen zwar noch mehr, aber... So, hat er den jetzt genommen? Wahrscheinlich. Können wir hier jetzt noch irgendwas machen? Nicht mehr. Gut, dann können wir hier raus. Und da hinten geht ja nicht mehr lang. Gut, hier ist zu. Also können wir wieder zurück. Wahrscheinlich gehen wir jetzt nochmal zurück. Zu unserem Raum. Jetzt hat er auf jeden Fall den Anzug, den verdammten Geigenzähler. Aber er guckt noch so komisch. Jetzt sieht er das an. Und jetzt noch die Gasmaske auf. Alter, was ist denn da passiert, ey? Jetzt noch mal runter? Müssen wir jetzt hier runter, oder? Wahrscheinlich, wa? Ah, der sieht gut aus, ey. Oh Mann, ey, so könnte ich auch rumlaufen. Level 4, Alter, jetzt geht bestimmt richtig die Post ab, ey. Alter, ist ja alles verseucht, ey. Oh mein Gott. Jetzt sieht man erstmal den Ausmaß, ey. Boah. Oh, was ist das hier für ein Raum, ey? Hier können wir Licht anmachen. Hier haben wir ein Dokument. Ein Computer. Also werden wir uns wahrscheinlich erstmal... Da ist noch eine Schublade. Wir werden uns erstmal das hier angucken.
Main filtration unit running okay. Cleaned out and replaced filters. Check back up just to be sure. Readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says, due to higher outdoor rad than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. Hier hörst du ständig diesen Bishop, ey. Die haben hier irgendwas gescheckt, ey. Outdoor. 18. Oktober. Ach, jetzt verstehe ich, 95 ist das Jahr. 18. Oktober, 95, 16.11 Uhr. Oh Mann, ey, ich bin echt gespannt, ey. Filter 71%. Filter hier unten 0%. Okay, das war's schon. Hier haben wir nur einen Schupfer. Mal gucken, was da drin ist. Sehr schön. Fix das alte Problems. Down in the Scabby Levels. Also er repariert alle Probleme. Hier haben wir auch noch ein schönes Dokument. Sacrificed a Geiger, stuck it on a rod and ran it round inside the casing. We've got contaminated dust clogging the lower X duct. God knows how it got in. Might be a hairline, or maybe the filter just couldn't cope with the levels being so much higher than we expected. This is really, really bad. Without taking this apart, cleaning, reseating, and decontaminating the whole thing, it's useless. We have no backup air filtration system. Can't see how we can do it. We don't have a clean space to do this in. Bishop just shrugs pretty much. Keep it quiet, Frank. You'll only worry people. For fuck's sake. What else isn't he telling us? Bishop, ey. Der hat wahrscheinlich nur Scheiße gebaut. Gut, dann gehen wir hier zurück. Und arbeiten uns mal nach... lass ich mal kurz überlegen. Gehen wir mal dahin. So, die haben wir nur eine Funktion. Dann gehen wir da einfach mal hin. Wahrscheinlich müssen wir erstmal da hoch und müssen wahrscheinlich irgendwas abstellen. Okay, muss ich klicken. Komm, jawohl. Hey, ab sofort bin ich Atomphysiker. Nicht mehr Let's Play. Mr. Let's Play Atomphysiker. So, gehen wir mal hier hin. Der sieht nämlich auch ganz schick aus. Auf jeden Fall der Symbol gefällt mir. Naja, jetzt nicht in Wirklichkeit, aber... hier haben wir drei Funktionen. Wir gucken uns erstmal das an.
Okay, hier sind Geräte, aber davon können wir nichts benutzen. Jetzt zeigt er mir auch nichts an. Ne. So, was haben wir hier hinten? Kann ich hier wenigstens irgendwas machen? Da können wir ein bisschen drehen. Das geht da auch, hier unten auch. Und hier noch bitte. Sehr schön. Oh, das hört sich nicht gut an, der Gangzieher spielt total Macke. Ach du Scheiße. Will der jetzt echt anfassen? Das ist richtig verseucht, ey. I think I need to get rid of this damaged filter first. The spare filters. Moment. Der kriegt nicht will, ne? Wir können mal hier reingucken. Aha. Das kommt einfach darin. Okay. Und wahrscheinlich... Ah, das... Okay. Wahrscheinlich kommt da ein neuer rein, oder? Ah. Ist da. Da kriegen wir doch alles hin. Dann können wir die doch darin kloppen, wa? Sehr schön. Wieder schön zumachen, genau. I need to turn the pressure valve back on. So, und jetzt kann ich jetzt wahrscheinlich hier hoch wieder. Denke ich mal, und den Teil wieder anschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, wir können es ja mal probieren. Ja. Oh, nee, ey. Oh, nein, ey. Das ist nicht gut, ey, wo er liegt. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Ach du Scheiße, ey, da ist ja schlimmer wie Inside, ey. Boah. Mir fehlen die Worte, ey. Alter, der ganze Arm ist gebrochen, ey.
Oh Gott, ey, was jetzt? Der ganze Arm ist hin, ey. Aber du musst wohin jetzt, ey? Alter, mach keinen Scheiß, Alter. Wahrscheinlich noch höher. Oh. Oh Gott, ey. Mal gucken, was passiert, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, zieh jetzt bloß die Handschuhe aus, ey. Dann falle ich hier vom Stuhl, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Oh, bitte nicht, ey. Oh, ist nicht, ich... Oh, Alter, mir ist überhaupt nicht nach Lachen, ey, zumute, ey. Oh, fuck. Oh, ach du fuck, Scheiße, ey. Wir machen hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann.